Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt. Let's Adventure Minecraft im Adventure-Craft-Modus, also richtiges Adventure-Craft mit speziellen Items und ihr seht ja gerade alles, weil ich habe gerade F7 gedrückt und dann kam dieses Menü. Auf jeden Fall heißt diese Map Zelda Adventure. Sie hat keinen weiteren Namen. Diese Map heißt wirklich einfach nur Zelda Adventure. Ich habe diese Map in der ersten Version dieser Map schon mal angespielt, also in der Version 0.0.1, glaube ich, oder 0.1.0. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich kenne nicht alles. Auf jeden Fall wurde hier viel Neues eingefügt, zum Beispiel die Rubin, die Pfeilanzeige, dass ich vom Anfang an eine Map habe und diese komische Magic Powder, also diese komische Energieanzeige. Auf jeden Fall gehen wir hier weiter vor und entdecken eine Zelda. Sie ruft Link. Also ruft sie nach uns. Sie ruft uns zu sich. Denke ich mal. Auf jeden Fall sollen wir ihr helfen. Und da war ein Creeper. Da war ein Creeper-Geräusch. Hey, oh nein. Nee, ne? Die! Zum Glück kann man sie nicht sehen. Auf jeden Fall ist das hier unser Haus und Kamera bewegt sich. Rubine! Hey, da war Rubin. Muss einsammeln. Sofort. Okay, wir sollten uns jetzt das Schwert holen, das weiß ich noch. Das ist nämlich noch genauso wie früher geblieben. Aber bevor wir dies tun, holen wir uns jetzt erstmal den Rubin. Da springen wir erstmal hier hoch und hier auf den Baum, um zum Rubin zu gelangen. Und es gibt ein Rubingeräusch des Einsammelns. Rubingeräusch des Einsammelns. Ja, genau so spreche ich das aus und ihr lasst mich in Ruhe. Auf jeden Fall gucke ich mal, ob der Sound etwas laut ist, beziehungsweise die Musik. Aber ich glaube, die ist nicht zu laut und ich tue die trotzdem ein bisschen runter. Sound 100%, das kann so bleiben und wir können weitergehen. Obwohl das etwas laut sein wird, ich pack's auf 51. Das ist immer ein bisschen laut. Ich probiere es einfach aus im ersten Part. Ich werde den ersten Tempel aufnehmen und wenn es dann zu laut sein sollte, es irgendjemand gestört hat oder mich gestört hat, dann werde ich es ändern. Auf jeden Fall ist ja ein alter Mann, der sagt uns, it's dangerous to go alone, take this. Also, es ist gefährlich, alleine zu gehen und wir sollen das hier nehmen. Dum-dum-dum-dum, Zelda, epische Musik, epische Zelda-Musik, beziehungsweise so ist der Satzbau. Auf jeden Fall haben wir das Kokiri-Sword erhalten und können nun zum ersten Tempel gelangen. Ich aktualisiere mal kurz die erste Karte. Wir befinden uns hier, es ist gar nichts hier drauf und wir können zum ersten Tempel gehen. Oh, nee, ich muss ändern. So, nein. So. Kann ich auch kämpfen? Okay, dann können wir schon mal weitergehen. Und da ist ein Slimeball und es spawnt ein Slime. Das ist, glaube ich, aber auch neu. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir ein bisschen weitergehen. Und es ist wieder irgendwie so eine Kameraposition. Die Kamera schwenkt sich von alleine hin und her. Ich mache selber gar nichts. Und uns wird der erste Tempel präsentiert. So, den können wir jetzt mal betreten. Was gibt es denn hier? Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ich hoffe mal schon. Das scheint aber die falsche zu sein. Genau. Die Kamera hat uns in die falsche Richtung gezeigt. Also sind wir ein kleines Stück zurückgelaufen. Nervig. Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, die uns jetzt verloren gegangen sind. Die wir drauf bekommen haben auf diesen Part. Auf dem ersten Part vom Zelda Adventure. Aber wir pfeifen drauf. Es macht nichts. Nun betreten wir den ersten Tempel. Und die Musik verändert sich. Hier ist ein Auge. Hier steht Dungeon 1. Und hier ist ein Gitter. Kann ich nicht schlagen? Kann ich hier irgendwas machen? Oder muss ich hier später vielleicht nochmal hin? Ja, Pfeile. Hier muss ich vielleicht später nochmal irgendwann hin. Ja. Hier ist ihr Heimraum. Irgendwann, wenn wir einen Bogen haben, müssen wir hier wieder zurück. Insert. Okay, das ist neu. Epische Zelda-Musik, Junge! Ey, das ist geil. Das war beim letzten Mal, als ich das gespielt habe, auch noch nicht da. Auf jeden Fall, hier ist eine Tür. Kommen wir nicht lang. Da kommen wir auch nicht lang. Oh Gott. Hier ist ein Creeper. Was machen Creeper hier im Adventure-Modus? Die können doch alles kaputt machen. Ist hier fangen geworden. Heiliger Creeper. So, was gibt's hier? Einen großen Raum, okay. Mit ganz, ganz vielen Slimes. Oh Gott. Droppt irgendwas Schönes, vielleicht ein Slimeball.
So, da ist jetzt aufgegangen, aber davor schauen wir mal erstmal hier in dem Raum, denn hier kommen wir noch rein. Zwei Stöcke. Was man mit den Stöcken kann, das weiß ich. Das habe ich mir letztens mal angeschaut. Also mit den Stöcken kann man an Fackeln gehen und dann entzünden. Vielmehr an irgendwelche Feuerquellen drangehen und dann sich den Stock anzünden. Damit kann man andere Fackeln anmachen. Dies brauchen wir auch hier im ersten Tempel. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nichts entzünde. Floor minus 1, also ich denke mal, ist der Keller hier. Würde ich mal so sagen. Key und Floor 0. Ich denke, wir sollten mal zuerst zum Key gehen. Und uns den Schlüssel holen. Vielmehr den Key holen. Ja, heißt der Schlüssel. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht rund. Oh, epische Zelda! Kaputt geh, Musik. Geräusche. Das ist geil. Nein, nein. Das ist mega geil hier, die Map. Vielleicht sollte ich auch mal so eine Map erstellen. Was haltet ihr davon, wenn ich auch so eine Zelda-Adventure-Map erstelle, denn... Vielmehr auch im Adventure-Craft erstelle, denn ich bin ein sehr Zelda-begeisterter Nintendo-Freak-Spieler. Auf jeden Fall, ich habe viele Zelda-Teile gespielt. Fast alle außer den ersten. Der war einfach viel zu schwer. Ich habe ihn probiert, doch irgendwann aufgegeben. Ich hatte die Map nicht und dann findet man sich nicht zurecht. Also man kriegt, wenn man sich das damals gekauft hat, hat man eine Map dazu bekommen, wo man sich alles markieren musste. Denn im Spiel selber gibt es keine einzige Map. Das war richtig scheiße. Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Natürlich kann man sich auch so zurechtfinden, aber es ist schwer. Glaub es mir. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns jetzt nicht mit Zelda 1. Auf jeden Fall werde ich dann irgendwann nochmal Zelda Ocarina of Time Let's Playen. Aber nur, wenn euch hier so Zelda Let's Plays von mir gefallen. Das hier ist jetzt nur so ein kleiner Test. Das ist ja kein richtiges Zelda, aber es ist Zelda. So, zuerst die Slimes kaputt machen. Und dann hier rauskommen, durch die Tür gehen. Das ist noch genauso wie früher. Hier durchgehen und hier hoch. Was erwartet uns hier? Auf jeden Fall ein Raum mit Ranken. Middle Boss! Epische Boss-Musik! Herz, die droppen Herze! Noch mehr, noch mehr. Oh, nein! Sogar die Kleinen können mir wehtun! Und ich bin tot. Das ist das erste Mal, dass ich an so einem komischen Vieh draufgegangen bin. Das ist scheiße. Ich will nicht sterben an so einem komischen Vieh. Und weiter geht's. Nochmal von neu. Die sind alle One-Hit. Jetzt kommen die Fetten. Ah, doch, noch nicht. Das war ein komisches, helles. Das war nicht das normale Link. Das war so ja, Baby Link. Das habt ihr alle gehört. Das war nicht der normale Link. Jetzt sind die alle kaputt. Nee, Skelett. Hey, ich bin hier, ne? Hey, du siehst mich. Oh Gott, das hat mich hier sehen. Aua. Ey, das wäre wie ein normales. Epische Zelda-Musik. Ich hab's gesagt. Das ist episch hier. Ich hoffe, die anderen Adventures, die ich auch noch spielen werde, also alle Zelda-Adventures, es gibt ja einen Haufen von Zelda-Minecraft-Adventures. Die sind alle so verdammt episch. Wieso komme ich hier nicht mehr lang? Ah doch, hier komme ich lang. Das habe ich gerade nur, ich habe gerade nur das Gitter gesehen und, oh Gott. Wieso ist der wieder da? Ich glaube, wenn man stirbt, wenn das nicht schon gemacht worden ist, denn es sollte mal, glaube ich, behoben werden, dass wenn man stirbt, dass man alles nochmal von neu machen muss. Auf jeden Fall, wenn man stirbt, kann man alles nochmal von neu machen. Also die ganzen Gegner von neu machen. Nicht alles von neu machen. Auf jeden Fall die Gegner von neu machen. Ja, wie ihr seht, nur die Gegner. Denn sonst wäre der vorne zu und wir hätten verkackt. So, wo müssen wir... Da vorne hin, glaube ich. Ja, hier war gerade zu. Hier müssen wir lang. Hier oben ist zum Beispiel eine Fackel, die ausgeschaltet ist. Und ja, wir haben unsere tollen Stöcke. Ja. Ich weiß, dass ich irgendeinen Weg machen muss hier, beziehungsweise, dass ich irgendwas machen muss, um die Fackel anzumachen. Ich zünde einfach den Holz an. Ich fühle mir den Stick an, den Deku-Stab. Ich glaube, Deku-Stab. Aua. Oh Gott. Da haben wir den ersten verloren. Nee, doch nicht. Jetzt müssen wir rennen. Kann ich ihn irgendwie ausmachen? Ich hoffe mal. Nee. Das ist jetzt ein bisschen... Wieso habe ich das nur getan? Wieso habe ich das nur getan? Ein neues Boss-Battle. Mit diesen komischen Slimes. Kaputt. Naja, was ich an dieser Stelle sagen muss, ich habe gerade eben schon eine geile Aufnahme gemacht.
ich kann so, ich habe da richtig geile Kommentare gemacht. Ich kann so nur spielen, wenn es völlig blind ist. Ich kann nur richtig geil spielen, wenn es blind ist. Aber da gerade eben mein Mikrofon so leise eingestellt war, da ich ja irgendwas umgestellt habe, war es ein bisschen scheiße. Man hat mich so verstanden. Ja, hallo, hier sind wir nun bei meinem neuen Display. Es ist ein Nebenprojekt. Und das ging die ganze Zeit so durch. Man hat mich kaum verstanden und ich hoffe, dass es diesmal besser so wird. Sonst kriege ich die Krise und würde mir alle Haare rausreißen, denn ich möchte dieses Projekt gerne durchziehen und zwar blind. Und der erste Tempel ist nicht mehr blind, also jetzt ist er nicht mehr blind. Davor war er blind, denn er wurde völlig neu gemacht, neu gestaltet. Das ist ein bisschen kackiges. Ja, da kann man nichts machen. Ich hoffe, jetzt sterben wir nicht, denn sonst haben wir noch ein größeres Problem. Denn dann werden die Stickies weg, wenn man die nicht neu spawnen. Und dann würde ich mir die nochmal neu spawnen müssen. Aber ich glaube, die werden neu gespawnt, da man da einfach wieder durchrennen muss und da ein Trigger liegt, denke ich mal. Ich denke, liegt ein Trigger. Komm, entflammen. Und hier rüber. Hier rüber, hier rüber und hier rüber. Ja, Navi, wir haben es kapiert. Wir haben es verstanden. Wir haben auch schon längst den... Oh Gott, nein. Nee, ne? Nein. Das... Oh. Ja. Ich sag auch, wenn ich mir weh tue. Oh, ein Glück. Die spawnen neu. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal, damit wir darüber gelangen können. Und den Boss-Key holen können und dann endlich gegen den Boss fighten können. Dazu sollten wir aber erstmal diese Challenge hier bestehen. Da bin ich fast runtergefallen. So, da bin ich auch fast runtergefallen. Das war immer nur kein kleines, ganz kleines Stück. Epische Zelda-Musik. Und die Ranken sind plötzlich ganz schnell gewachsen. Diese Torch hat einen Wasserprozess ausgelöst, der ein Wasser aktiviert hat, dessen Fähigkeit es ist, Ranken ganz schnell wachsen zu lassen. Das Wasser hätte ich auch gerne für meine Haare. Falls sie am Samstag Krüppel werden, denn ich schneide sie mal ab. Vielmehr, ich lasse sie von mir abschneiden. Und ich werde mir wahrscheinlich einen Undercut schneiden, also meine Haare kommen fast komplett weg. Also an den Seiten und hinten kommen sie komplett weg. Wenn ich mir das so richtig überlegt habe und es meine Meinung nicht ändere. Aber ich denke, ich ändere sie nicht, denn lange Haare stören mich sehr. Also stören mich momentan sehr. Keine Ahnung wieso, aber das andauernde Glätten und Waschen und Abtrocknen und Föhnen und alles nervt mich. Also werden die Haare abgeschnitten. Ganz einfach ab. Kinders, ich habe das noch nicht mehr geöffnet und da kommt schon die epische Musik. Das hätte man ändern müssen. Auf jeden Fall lassen wir uns nicht davon beirren. Wir gehen einfach weiter und schaffen den ersten Tempel. Ich denke, ich werde jetzt noch den zweiten Tempel mit dranhängen. Wahrscheinlich direkt als nächste Folge hochladen. Denn, ja, der erste Tempel ist jetzt nicht so wunderschön geworden mit meinen Kommentaren. Ich, wie gesagt, ich wusste dort schon alles. Floor, minus 1. Und es tut mir leid. Es hätte viel geiler werden können. Ich hatte so geile Kommentare gemacht. Ich kann die Tonspur auch nicht irgendwie lauter stellen, denn ich habe das mit Fraps aufgenommen. Das habe ich jetzt geändert. Ich werde es mit Audacity jetzt aufnehmen. Ja, das werden wir einfach. Wir werden einfach schon hin drüber wegsehen und werden den zweiten Tempel direkt dranhängen. Obwohl, ich glaube, ich werde nicht dranhängen, denn momentan habe ich irgendwie keine Lust mehr, denn das hat mich schon ein bisschen angekackt. Wir werden jetzt einfach gegen den Boss kämpfen. Epische Boss-Musik! Und ganz viele Skins, die mich voll verletzen können. Die ziehen mir ein Herz. Ein ganzes Herz. Davon liegen auch Herzen. Das muss ich mir jetzt schnell snacken. Denn sonst sind wir gleich wieder hinüber. Ich bin gerade nämlich auch schon an den... Nee, gerade bin ich nicht an den Slimes verreckt. Gerade bin ich gar nicht verreckt. Außer einmal in die Stacheln gefallen. Aua. Nein. 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 Du bist tot. Du bist nicht tot. Du auch nicht. Aber jetzt du. Und du. Und jetzt kommt Big Mama. Big Mama Slime. Der hält viel aus, aber der lässt... Oh Gott. Zwei Herzen! Ey, am Arsch. Und bleiben auf Abstand. Und versuchen ihn irgendwie auf Abstand zu halten. Und ihn einfach mit einem Hieb zu zerstören. Dum, 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 dum. So, damit können wir später unsere Energie wieder auffüllen, wenn wir irgendwelche Spezialattacken können.
können wir leider noch nicht. Jetzt nehmen wir uns noch den Schlüssel mit und gehen in das Portal. Und nun befinden wir uns auch wieder im Kokiri Forest. Hier, genau an dieser Stelle, werde ich jetzt wahrscheinlich den ersten Part beenden. Ich glaube, nee, ich werde es beenden. Denn das war jetzt nicht so schön, war alles ein bisschen kacke geworden, da ich gerade eben nicht schön aufnehmen konnte. Nur mit der zu leisen Stimme, wie ich es oft schon gesagt habe. Der erste Tempel war jetzt nicht so der Brüller mit meinen Kommentaren, aber es kann nur besser werden. Ich hatte in der ersten Aufnahme so geile Kommentare gebracht. So gut wie noch nie. Das wäre das beste Let's Play geworden, für mich die beste Folge. Aber das wird alles noch. Sobald wir den zweiten Tempel suchen, beziehungsweise uns auf die Suche des zweiten Tempels begeben, wird alles viel besser werden. Wir werden wieder alles blind spielen, ich weiß gar nichts mehr und ich hoffe, wir werden bald den Bogen finden, um dieses komische Geheimtor, wie man diese Tür hier im Tempel aufbrechen zu können, beziehungsweise das Rätsel lösen zu können und dieses Tor betreten können, beziehungsweise die Tür öffnen können. Bis zum nächsten Mal, euer